Es folgt ein kurzes Video zum Thema Verfeinerung der Mikrofonsignale, sage ich jetzt einfach mal. Denn OBS bietet die Möglichkeit, noch ein bisschen in ja, das Mikrofonsignal einzugreifen. Wir hatten uns ja schon das Aussteuern angeguckt. Wie gesagt, das sollte hier immer so im leicht roten Bereich liegen. Das ist völlig in Ordnung. Aber man kann noch mehr tun. Das Erste, was bei manchen Mikrofonen passiert, ist, dass zwar irgendwie das Mikrosignal aufgenommen wird, es landet aber nur auf einer Seite, mal rechts, mal links. Das möchte man natürlich nicht haben. Das liegt daran, dass OBS dieses Mikrofonsignal als ein Stereo-Stream kriegt, also als ein Links-Rechts-Signal, davon aber das eigentliche Mikrofon nur links liegt und rechts einfach nichts passiert. Wenn das bei euch so sein sollte, und bei meinem Mikrofon ist das zum Beispiel so, dann müsst ihr in diese erweiterten Audioeigenschaften gehen. Das geht, indem man hier auf das Zahnrad nochmal klickt und hier in die erweiterten Audioeigenschaften. Und da sieht man hier einen Mixer. Und hier ist man in der Lage, ein Signal auf Mono herunterzumischen. Auf Mono runtermischen heißt in dem Falle nichts anderes, als dass er den linken und den rechten Kanal, den er kriegt, summiert, also wirklich addiert und auf seinen Ausgängen links und rechts einfach dasselbe ausgibt. Kommt also nur links ein Signal an, dann mischt das auf Mono runter und schmeißt das auf beiden Seiten links, rechts gleichermaßen wieder raus, was quasi einem Mono-Signal entspricht. Ich muss das machen. Das passiert nicht bei jedem Mikro und das passiert auch nicht bei jedem gewählten Eingang. Es gibt durchaus in Windows explizite Mono-Audio-Kanäle. Warum das von Samsung oder vom Treiber, ich denke mal, es ist der Treiber hier so gelöst ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn euch das passiert, einfach hier ein Häkchen setzen, schließen und die Sache ist erledigt. Wenn ihr merkt, dass euch eure Stimme klanglich nicht gefällt, dann müsst ihr anders sprechen. Nein. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, hier anderweitig einzugreifen. Und das Ganze funktioniert über sogenannte Filter. Wenn ihr nochmal auf das Zahnrad klickt, findet ihr hier Filter. In diesen Filtern ist es möglich, Audio-Plugins einzubinden. Ihr landet in diesem Fenster hier, also es ist momentan kein Filter drin. Wenn ihr hier unten wieder auf Hinzufügen klickt, gibt es beispielsweise die Möglichkeit, ein Gain einzubauen. Das ist nichts anderes als eine zusätzliche Vorverstärkung. Ich brauche die jetzt hier nicht. Wenn ihr merkt, irgendwie euer Mikrofonsignal ist viel zu leise und ihr habt in Hardware, also in eurem Audio-Interface oder am Mikrofon selbst, keine Möglichkeit, das entsprechend nachzuregeln, dann kann es sinnvoll sein, hier diesen Gain reinzuwerfen. Ich sehe den Anwendungsfall ehrlich gesagt nicht, denn was man hier tun kann oder eher tun sollte oder öfter tun sollte, ist einen sogenannten Kompressor einbinden. Ein Kompressor macht Folgendes, der macht laute Passagen leiser und je nach Kompressortyp macht er auch leise Passagen lauter. Das heißt, man hat nicht so krasse Pegelsprünge. Ich simuliere das mal kurz. Ich lehne mich jetzt mal sehr weit vom Mikro zurück. Das wäre diese Haltung und dann merkt man wahrscheinlich, es wird doch merklich leiser. Wenn ich hingegen sehr nah ans Mikro rangehe, wird es dann plötzlich auch extrem laut. Wenn man also etwas undiszipliniert bei der ganzen Sache ist, jetzt bin ich wieder so halb weit weg, dann kann das schon mal ein bisschen störend werden. Und es kann sein, dass man hier gerne ein Hilfsmittel hätte, was hier korrigierend eingreift. Das wäre der Kompressor. Klicken wir mal drauf. Dann fragt er uns, wie wir ihn nennen wollen. Lassen wir ihn mal Kompressor heißen. Und dann finden wir das hier. Und jetzt ist immer die Frage, wie weit kennt man sich mit Audiobearbeitung aus, wenn man keine Ahnung davon hat, was ja völlig legitim ist. Dann schmeiße ich euch jetzt mal so ein paar Standardwerte rüber. Also erstmal, was sollen die Parameter heißen? Die Schwelle heißt, ab wann der Kompressor eingreift. Der macht jetzt quasi Folgendes: Wenn eine Schwelle von 18 dB, von minus 18 dB, Entschuldigung, überschritten wird, dann fängt er an, das alles, was darüber liegt, zu dämpfen. Das heißt, diesen Lautstärkesprung da drüber etwas einzudämmen. Was ich ganz praktisch finde, ist so mal minus 25 zu nehmen. Das ist relativ weit unten tatsächlich. Und jetzt müssen wir ihm noch sagen, wie stark er eingreifen soll. Das ist das sogenannte Verhältnis, im Englischen dann auch Ratio. Und hier bieten sich so 8 bis 10 durchaus an. Also das Standard-Setting ist 10, das können wir auch so lassen. Jetzt passiert Folgendes. Wann immer ich minus 24 dB im Audio überschreite, fängt er an, den Pegel zu reduzieren. Das klingt vielleicht jetzt komisch, weil jetzt mache ich es ja im Endeffekt nur leiser. Aber jetzt kann ich quasi hinten nochmal hingehen und insgesamt alles verstärken. Wenn ich das jetzt mache und das ziehe ich jetzt mal so weit hoch und ihr müsstet es auch hören,
bis ich wieder unten im roten Bereich hänge. Na, jetzt sieht man unten wieder am Pegel, ich bin knapp an dieser Gelb-Rot-Schwelle, das ist eigentlich ganz schön. Dann habe ich jetzt ein insgesamt relativ lautes und deutlich homogeneres Signal als vorher. Es gibt hier noch diese Parameter Angriff und Freigabe. Im Englischen ist das Attack und Release. Attack lässt man relativ klein, ein paar Millisekunden. Das ist quasi noch so ein Parameter, der sagt, ab wann er dann wirklich arbeitet. Also wenn man nur kurz die Schwelle überschreitet, würde er vielleicht nicht arbeiten. Wenn man die selber drunter setzt, arbeitet er direkt. Das finde ich für Sprache an der Stelle ganz sinnvoll. Freigabe heißt, wann hört er denn auf zu arbeiten, sobald diese minus 24,5 dB und in unserem Falle wieder unterschritten sind. Der Parameter ist relativ, ja, entspannt einsetzbar. Also der ist nicht sonderlich kritisch. Also das Vorgehen wäre das, man lässt Ratio oder Verhältnis erstmal auf 10. Man setzt die Schwelle mal so auf minus 20, minus 24, so die Richtung, ist völlig in Ordnung. Und passt hinterher mit dem Ausgangspegel so stark wieder an, dass man hier unten wieder sauber in diesem leicht gelb-roten Bereich liegt. Den habe ich jetzt wirklich in Echtzeit eingefügt. Man müsste, wenn man jetzt nochmal zurückskippt im Video, eigentlich feststellen, dass das Signal jetzt insgesamt merklich lauter ist, vielleicht auch etwas fülliger oder wie auch immer man das dann betiteln möchte. Das ist der Kompressor, den kann man eigentlich immer reinwerfen. Das ist schon okay. Als nächstes hört ihr vielleicht, Achtung, ich raschle einmal am Mikro. Wer jetzt Kopfhörer auf hat, die vielleicht mal kurz absetzen. Man merkt vielleicht, dass man Störgeräusche hat, und zwar folgende. Man dürfte meinen Lüfter hören. Und um solche Hintergrundgeräusche zu eliminieren, also Lüftergeräusche, Rauschen oder irgendwas, gibt es hier die Möglichkeit, eine Rauschunterdrückung einzufügen. Die findet ihr auch hier, diese. Die ist eigentlich auch sehr praktisch, denn die eliminiert diese Hintergrundgeräusche, sofern sie ein vernünftiges Rauschen sind. Eigentlich sehr zuverlässig. Es macht ferner Sinn, die Rauschunterdrückung vor den Kompressor zu setzen und nicht dahinter, weil sie umso besser arbeitet, je dynamischer das Signal ist. Deswegen setze ich sie jetzt mal davor. Also jetzt momentan haben wir die Reihenfolge erst der Kompressor und dann die Rauschunterdrückung. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen das umdrehen. Also können wir hier unten mit diesen Buttons hoch runter quasi verschieben. Jetzt habe ich die Rauschunterdrückung davor gesetzt. Und es rauscht insgesamt etwas weniger. Da ich hier gerade in einer Umgebung bin, die relativ leise ist, wird der Unterschied nicht sonderlich groß sein. Wenn ihr mal in einem Raum unterwegs seid, wo eine Lüftung läuft, so wie bei meinem Vortrag, dann hört man die Unterschiede schon sehr deutlich. Den Pegel lassen wir mal auf minus 30. Der ist ein bisschen tricky. So auf minus 30 funktioniert er insgesamt eigentlich immer sehr gut. In noch einem nächsten Video zeige ich euch, wie man hier einen Equalizer einfügen kann. Und zwar wird man es jetzt an meiner Stimme auch merken. Ich bin jetzt nämlich mal ganz rudimentär bei 0 wieder gestartet. Meine Stimme ist relativ bassig, also die hat einen sehr hohen Tieftonanteil und wirkt dadurch etwas undeutlich. Das kann man mit einem Equalizer korrigieren. Wie man hier einen Equalizer einfügt, der ist nämlich nicht standardmäßig bei OBS dabei, zeige ich euch dann in einem nächsten Video, was man hierfür nutzen kann. Für die Leute, die ein bisschen Ahnung von Audiobearbeitung haben, ist eine VST-Schnittstelle, die hier netterweise mitgeliefert wird. Das funktioniert so, dass man hier sagt, ich möchte ein VST-Plugin laden. Das tue ich jetzt mal. Und er fängt jetzt an, hier einen Ordner zu durchsuchen, wo potenziell VST-Plugins drin liegen. Ich habe jetzt ein paar schon mal drin. Und ich könnte mir jetzt hier irgendein VST-Plugin aus meiner Audio-Software rausnehmen und das dafür benutzen. Das zeige ich dann im nächsten Video mal. Da würde ich dann einen Equalizer reinschmeißen, sage euch, wo ihr den herkriegt und so weiter und so fort. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal aus. Jetzt noch eine Sache, die finde ich extrem praktisch beim Aufnehmen. Man hat ja öfter mal vielleicht das Problem, dass man sich räuspern muss oder vielleicht einen Frosch im Hals hat oder aus irgendwelchen Gründen mal kurz ein Geräusch von sich geben möchte, was nicht auf die Aufnahme soll. Hier gibt es in den Einstellungen, also hier unten rechts einmal auf Einstellungen, die Möglichkeit, in den Hotkeys ein sogenanntes Push-to-Mute zu aktivieren. Push-to-Mute heißt, wenn ich diese Tastenkombination drücke, wird der komplette Audiokanal gemutet, will sagen, stumm geschaltet.
Das ist sehr nett. Also gerade für jemand wie mich, der sehr häufig irgendwelche Erkältungssymptome hat, ist das eine sehr feine Sache, denn ich kann mal eben kurz zur Seite weghusten, ohne dass das alles auf der Aufnahme ist und ich das hinterher manuell rausschneiden muss. Eine sehr feine Funktion, kann ich nur empfehlen. Das war es eigentlich zum Thema Audio. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt nochmal vergleichen, wie sich das Audiosignal durch die Rauschunterdrückung und den Kompressor verändert hat im Vergleich zum Anfang des Videos. Und man hört da eigentlich schon einen merklichen Unterschied.